Herzlich willkommen beim Video Grundregeln der OER-Erstellung. In diesem Video erhalten Sie einen Überblick, welche Materialien für eine OER-Erstellung genutzt werden können. Sie können damit Ihre Kenntnisse im rechtssicheren Umgang mit Materialien zur OER-Erstellung fördern. Open Educational Resources zu verwenden ist eine tolle Sache und erleichtert die Verwertung fremder und Lehrmaterialien erheblich. Die Zahl der verfügbaren OER steigt natürlich, wenn möglichst viele Personen dazu bereit sind, eigene Lehrmaterialien als freie Bildungsressourcen zur Verfügung zu stellen. In diesem Video beschäftigen wir uns mit den Grundregeln der OER-Erstellung. Einerseits können OER komplett selbst erstellt werden. Das bedeutet, alle Bestandteile der freien Bildungsressource werden selbst produziert. Andererseits können neue OER auch als ein Mix aus bereits vorhandenen Ressourcen und selbst erstellten Inhalten entstehen. In beiden Fällen ist einiges zu beachten. Wenn eine freie Bildungsressource komplett selbst erstellt wird, gilt das natürlich für alle Bestandteile der Ressource. Wenn Sie also zum Beispiel eine Präsentation erstellen, die Sie als OER verfügbar machen wollen, dann müssen alle Inhalte von Ihnen erstellt werden. Das gilt für Texte ebenso wie für Bilder oder multimediale Formate wie Videos. Sie können eine freie Bildungsressource natürlich auch im Team erstellen. In diesem Fall ist darauf zu achten, dass alle Beteiligte namentlich genannt werden, wenn Sie die Ressource als OER lizenzieren. Alternativ ist es auch möglich, einen Teamnamen zu wählen und diesen anzugeben. Die zweite Möglichkeit der OER-Erstellung ist, selbst erstellte Inhalte mit bereits vorhandenen Inhalten Dritter zu mixen. Dabei ist es wichtig, dass diese vorhandenen Inhalte über eine dafür geeignete Lizenz verfügen. Hier bieten sich Materialien an, die gemeinfrei sind, unter einer Public Domain stehen oder eben als OER lizenziert sind, zum Beispiel mit Hilfe von Creative Commons Lizenzen. Zum Mixen keinesfalls geeignet sind Materialien, die urheberrechtlich geschützt sind. Vorsicht ist auch bei Materialien geboten, die nur vermeintlich frei verwendbar sind. Ein solches Beispiel ist die Bilddatenbank Pixabay. Die hier verfügbaren Bilder dürfen zwar sogar ohne Namensnennung verwendet werden, unterliegen aber einer eigenen Pixabay-Lizenz. Und diese Lizenz ist nicht mit jenen Lizenzen kompatibel, die für freie Bildungsressourcen verwendet werden. Achten Sie also beim Mixen stets darauf, nur solche Materialien zu verwenden, die dafür in geeigneter Weise lizenziert sind. Nachdem Sie Ihre Bildungsressource erstellt haben, müssen Sie diese mit einer Lizenz versehen, die Ihre Ressource als OER kennzeichnet. Im kontinentaleuropäischen Raum werden dafür vor allem Creative Commons Lizenzen verwendet. Wenn Sie alle Elemente Ihrer Ressource selbst erstellt haben, können Sie grundsätzlich jede Creative Commons Lizenz verwenden. Hier sei aber an die UNESCO-Definition von OER erinnert. OER sind demnach Bildungsmaterialien jeglicher Art und in jedem Medium, die unter einer offenen Lizenz stehen. Eine solche Lizenz ermöglicht den kostenlosen Zugang sowie die kostenlose Nutzung, Bearbeitung und Weiterverbreitung durch andere ohne oder mit geringfügigen Einschränkungen. Bei der Entscheidung, welche Lizenz Sie verwenden, hilft Ihnen der Lizenzgenerator von Creative Commons. Hier können Sie angeben, wie Ihre Bildungsressource genutzt werden darf. Der Lizenzgenerator zeigt Ihnen dann auch sofort an, ob es sich bei der gewählten Lizenz tatsächlich um eine freie Lizenz handelt. Bitte denken Sie daran, dass wirklich offene Lizenzen ausschließlich die beiden Creative Commons Lizenzen CC BY und CC BY SA sind. Wenn Sie bei der Erstellung Ihrer Bildungsressource Materialien Dritter eingebunden haben, müssen Sie prüfen, ob diese Lizenzen miteinander kompatibel sind. Wie Creative Commons Lizenzen miteinander kombiniert werden können, wird in einem anderen Video erklärt. Wichtig ist auch, dass die Lizenz, die Sie für Ihre Bildungsressource vergeben, die Lizenzen der eingebundenen Materialien Dritter berücksichtigt. Hier gilt die Regel, dass die neue Lizenz nicht offener sein darf als jene Lizenz eines verwendeten Materials, welche die meisten Einschränkungen aufweist.
Zum Beispiel können Sie Materialien Dritter mit CC BY und CC BY SA Lizenzen in Ihre eigene Bildungsressource integrieren. In diesem Fall müssen Sie als neue Lizenz aber jedenfalls CC BY SA vergeben, da diese Lizenz in diesem Beispiel die meisten Einschränkungen aufweist. Unabhängig davon, ob Sie alle Elemente Ihrer Bildungsressource selbst erstellt haben oder dabei Materialien Dritter eingebunden haben, gilt es bei der Lizenzierung noch folgende zwei Dinge zu beachten. Erstens, geben Sie zusätzlich zur Lizenz auch die aktuelle Version der Lizenz an. Hier empfehlen wir die aktuellste internationale Version zu verwenden. Im Moment ist das 4.0. Wichtig ist, dass Sie die Lizenz inklusive der Version mit der Lizenzfassung auf der Webseite von Creative Commons verlinken. Diesen Link können Sie über den Lizenzgenerator ganz einfach abrufen. Zweitens, geben Sie bei der Lizenzierung alle Informationen an, die zukünftige Nutzerinnen und Nutzer für die korrekte Verwendung Ihrer freien Bildungsressource benötigen. Dazu zählen die Namen der Erstellerinnen und Ersteller sowie die Bezeichnung der Bildungsressource. Mit diesen Angaben erleichtern Sie die Nutzung Ihrer freien Bildungsressource erheblich. Am Beispiel dieses Videos sieht eine vollständige Lizenz wie folgt aus. Grundregeln der OER-Erstellung Michael Kopp CC BY 4.0 inklusive der Verlinkung zur Lizenzfassung. Bei elektronischen Publikationen kann die Lizenz samt Version natürlich direkt verlinkt werden, sodass der Link zur Lizenzfassung nicht extra angegeben werden muss. Zum Schluss noch zwei wichtige Hinweise. Erstens, die Vergabe einer OER-Lizenz kann nicht mehr zurückgenommen werden. Es ist zwar möglich, eine einschränkendere Lizenz durch eine offenere zu ersetzen, niemals aber umgekehrt. Und zweitens, denken Sie bitte daran, Ihre freie Bildungsressource möglichst vielen Personen zugänglich zu machen. Hier bieten sich zum Beispiel OER-Repositorien an, die entweder von Drittanbietern, wie zum Beispiel Zenodo, oder von der eigenen Hochschule bereitgestellt werden. Damit Ihre freien Bildungsressourcen in den Repositorien gefunden werden, ist es besonders wichtig, Ihre Ressourcen beim Speichern mit Metadaten zu versehen. Damit ist zwar ein wenig Arbeit verbunden, Sie erleichtern das Auffinden Ihrer OER damit aber ganz erheblich. Bitte denken Sie immer daran, wenn Sie OER suchen, möchten Sie die passende Ressource so schnell wie möglich und so einfach wie möglich finden. Wenn Sie OER erstellen, sollten Sie daher alles Notwendige dazu beitragen, dass Ihre Ressourcen auch von anderen so schnell und so einfach wie möglich gefunden werden. Zum Abschluss wiederhole ich für Sie noch einmal die wichtigsten Inhalte dieses Videos. Freie Bildungsressourcen umfassen alle Dokumententypen, offline und online. Beachten Sie bei der Erstellung von freien Bildungsmaterialien wie immer das Urheberrecht und die Kombinationsmöglichkeiten von CC-Lizenzen. Bei der Lizenzwahl hilft Ihnen und Ihrem Team der Lizenzgenerator unter creativecommons.org. Bedenken Sie, dass die gewählte Lizenz nicht zurückgenommen werden kann. Ich hoffe, damit konnten Sie Ihre Kenntnisse im rechtssicheren Umgang mit Materialien zur OER-Erstellung erweitern und wir sehen uns im nächsten OER-Video. Bis bald!